Und wieder mal, willkommen zurück zu Let's Play SpongeBob Vine Corp. Schlacht um Bikini Bottom für die PlayStation 2. Und ich habe mich ein bisschen umgeguckt. Manchmal ist das simple Drücken eines Schalters das Wunderbarste. Drück. Ja, und ich weiß jetzt auch, was ich denn noch tun muss. Und zwar, dafür brauche ich die Hilfe von Patrick. Denn Patrick kann ja, wie gesagt, Sachen tragen. Und hier gibt's, glaube ich, ja, wie viel fahren wir denn jetzt eigentlich noch zu holen? Ach ja, hier können wir einen holen. Auf jeden Fall in dem Gebiet. Moment, was ist eigentlich der von hier? Ich muss gerade mal gucken. Ja, gut. Da ist Nummer 1. Den brauchen wir. Ich glaube, wir brauchen circa 3 Stück oder so. Ich weiß. Ich will nicht kaputt machen. Ne, ein paar brauchen wir schon. Auf nach oben. Da ist Nummer 2. Wo Nummer 3 ist, weiß ich gerade. Achso, ja, hinten. Zwar, Moment, die gehen mir gerade ein bisschen auf den Zeiger. Gut, das brauchen wir jetzt nicht mehr, das ist klar. Aber ich brauche den. So, okay. Wie war das jetzt? Ach ja, wir müssen nochmal hier den ganzen Kram machen mit... Ja, ich weiß wieder. Zuerst mal... müssen wir die aktivieren. Dann kommt Tiki Nummer 2. Das kommt oben zu dem anderen Podest. Ist dies aktiviert, gehen wir mit einem weiteren Tiki ans Ende der Seetanghöhle und dort nochmal zu dieser Plattform zurück, glaube ich. Und dort müssen wir das nicht auf das schmeißen, was ihr jetzt da vorne seht. Nein, sondern eine Etage weiter. Da wäre nämlich so ein Schalter gewesen und der bringt uns dann zum Ausgangstor. Ja, das war perfekt. Und damit können wir dann halt... Scheiße. Oh, ich glaube, ich habe verkackt, oder? Was ist passiert? Ja, seht ihr da oben am Bildrand? Das flache Ding? Das müssen wir jetzt aktivieren. Und so kriegen wir auch den... Ich glaube, Exit der Höhle offen. Fresst meine Wampe. Obwohl, nein, das wäre ekelhaft. So, nochmal den ganzen Kram jetzt einsammeln. Machen wir es halt so. Ich darf jetzt bloß hier nicht sterben, das wäre ein bisschen unvorteilhaft, weil ich habe noch eine andere Kleinigkeit, die wir machen können. Und zwar glaube ich zu wissen, wo die anderen beiden Campingjungen sind. Und da kriegen wir noch einen Pfannenwender. So, klappt es jetzt nochmal? Jetzt stehe ich, glaube ich, richtig. Ja, perfekt. Machen wir es jetzt ganz sicherheitshalber so. Schön weiß. So. Jetzt hole ich mir den dritten. Ich glaube, der war hier hinten irgendwo. Ja, genau. Damit gehen wir jetzt zum
Katapult. Ich hätte es eigentlich auch im letzten Part machen können, aber ich habe erst im Nachhinein bemerkt, dass da oben eine Plattform ist. Ja, hätte man natürlich noch den anderen Funbänder noch bekommen können. Hätte ich da nicht ein bisschen geschludert. Aber naja, was soll's. Jetzt darf man bloß nicht sterben, ansonsten zieht sich das unnötig noch in die Länge. Und das will ich nicht. Übrigens, die 75 ist gar nicht mehr so weit entfernt. Ich werde aber trotzdem, um das Spiel voll auszukosten, einfach mal trotzdem zum Friedhof dieses Dingens Holländers gehen. So. So weit, so gut. Ja, so weit, so gut. Mir ist gerade was aufgefallen. Weil, seht ihr das da? Weil, ich weiß nicht, fällt euch das gerade auf, was mir gerade auffällt? Weil, wie kriege ich den da hoch? Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich muss ja hier... Obwohl, Moment, vielleicht... Oh, ja. Aha, jetzt wird mir alles klar. Ich brauche also SpongeBob hier. Gut, okay. Nee, ich dachte gerade, wir müssen das Tiki da hochbringen, aber dem ist nicht so. Wir müssen einfach nur mit SpongeBob den Schalter jetzt treffen und dann haben wir es im Prinzip geschafft. Hoffe ich mal. Wenn jetzt nicht noch irgendeine... Wenn ich jetzt nicht noch irgendwas nicht bedacht habe. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ich habe echt hier alles bedacht. So, SpongeBob, ich brauche ein letztes Mal deine Hilfe in dieser Höhle. Jetzt sterben wäre unvorteilhaft, ansonsten muss ich den ganzen Kram normal machen und habe ich nicht so wirklich Lust drauf. Und ihr wahrscheinlich auch nicht. Ich möchte ja nicht eure Zeit damit vergolden, unnötig wegen so einer Kacke zu sterben. Das haben wir in dieser scheiß Traumwelt schon genug erlebt. Und ich muss jetzt schon sagen, das ist das Einzige, was mich an dem Spiel ziemlich genervt hat. Das war diese komische Traumwelt. Das Level war wirklich extrem nervtötend für mich. Vor allem hier ist Sandys komische Rutschbahn, die irgendwie, finde ich, viel zu eng war. Also Mario 64, muss ich gerade sagen, Mario 64, da waren die Rutschbahnen wesentlich sozialer. Eines Schalters das Wunderbarste. Drück, 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 drück. Da waren die Rutschbahnen wesentlich sozialer. Aha, ich habe es doch gewusst. Moment, geht's da hinten weiter? Ist da vielleicht noch ein Campingjunge? Tatsache, es geht weiter. Wo kommen wir denn da jetzt raus? Ausgang. Seetang-Rebstöcken. Okay. Ja gut. Oh nein. Hi, Meerjungfraumann. Was machst du? Oh, hallo Kyle. Ich war auf der Suche nach Energiekristallen,
als ich auf diesen Rebstock gestoßen bin. In meinen jüngeren Jahren hielt ich den Weltrekord im Rebenrutschen. Versuch's mal. Was für ein Spaß. Und solltest du meine Bestzeit unterbieten, bekommst du einen goldenen Pfannenwender. Nun, ich muss mich eigentlich um die Roboter kümmern. Aber egal, das hier macht bestimmt Spaß. Fall nur nicht runter, Junge. Warum? Nein. Oh, eine Rutschbahn. Scheiße. Nicht schon wieder sowas. Oh ja, ich hab jetzt schon Spaß. Oh ne, ich will seinen Rekord nicht. Ist mir egal. Ich hab genug Zeitrennen. Das ist mir gerade egal. Das ist mir gerade wirklich egal, weil ich hab von diesen Rutschbahnen hier die Schnauze voll. Moment, kann ich vielleicht irgendwie... abbremsen oder so? Geht nicht, oder? Oh, ja, ich habe jetzt schon wieder die Schnauze voll davon. Aber ich versuch's einfach mal so. Oh, die Rebstöcke sind ja noch asozialer als... ist ja noch asozialer als die Sand... als der Sandberg. Nee. Also viel Bock hier meine Zeit zu verschwenden... habe ich jetzt nicht wirklich. Ja, ich glaube, das war jetzt schon verkackt. Nein. Aufregen bringt jetzt überhaupt nichts. Kann ich irgendwie abbremsen oder so? Ich will es trotzdem mal versuchen. Ist mir gerade so ein bisschen egal. Und wenn ich das langsam mache? Moment, hab ich eigentlich gerade gebremst? Ich hatte gerade das Gefühl, dass ich irgendwie gebremst habe. Ja, das war jetzt natürlich ein Mega-Fail. Das ist bestimmt ein Kitty da hinten. Scheiße! Scheißranke! Ich hasse es. Ich hasse diese Rennen. Ich hasse diese Rutschbahnen. Die sind so nervig. Echt gerade das Schlimmste an dem ganzen Spiel sind die Rutschbahnen. Ich komme damit einfach nicht klar. Ja, ich rutsch jedes Mal da ab. Jedes Mal. Eigentlich habe ich gerade gar keinen Bock mehr auf die Rutschbahn. Na egal. Ich versuche es noch ein paar Mal. Wenn es dann nicht klappt, dann ist mir das... Ja, da rutsche ich schon aus der Bahn. Was ist denn das für eine Scheiße?
bringt auch nichts. Nee, sorry, aber ich habe keinen Bock mehr auf die Rutschbahn. Es tut mir leid, aber ich habe da echt keinen Nerv mehr für. Nee, nix guten Rutsch. Tschüss. Ja, tut mir leid, aber ich habe da echt keine Lust mehr drauf. Diese Rutschbahn gehen mir mittlerweile so auf den Sack. Da ist das Gebiet hier schon wesentlich sozialer als das andere. Und ich betone es nochmal, die Rutschbahnen von Mario 64, auch wenn sie teils ziemlich schwer waren, waren wesentlich sozialer als das hier. Boah, nee, ey. Die schienen echt Freude gehabt zu haben, Rutschbahnen zu entwickeln. Fällt mir so auf. Anders kann ich es mir gar nicht vorstellen, weil... Man merkt es förmlich. Man merkt es förmlich, dass die Entwickler scheinbar Spaß hatten, Rutschbahnen zu entwickeln. Und dass sie irgendwie... Ich weiß nicht, was sie vorhatten. Wollten sie Mario 64 mit Konkurrenz machen? Oder was sollte das Ganze? Moment, komme ich da vielleicht irgendwie hoch? Nee. Nee, ich will gerade einfach nur die Kiddies finden und dann ist es hier erledigt. Dann gehe ich zu diesem anderen Friedhof. Bei Cult Astra waren es die Bonusspiele. Auf der Game Advance Version. Und hier sind es die Rutschbahnen. So, und ich weiß, dass sich hier eines der Kinder befindet. Erstmal hier zu dem Schalter. Denn damit steigern wir diese Rank hier. Und ich glaube, hier oben war's. Ja, da läuft er schon. Ein Camper gefunden. Immer diese Camper. Unmöglich. So, diesmal gucke ich aber auf die Zeit. Ach ja, Happy Birthday, SpongeBob. Weil du gerade gesagt hast, dein Geburtstag ist. Ich weiß, dass man den Knopf da drüben irgendwie aktivieren konnte. Na, warte. Bam, nimm das. Aha, aha, ich seh's. Ich hab's gesehen. Ich habe es gesehen. Dann können wir nämlich lang. Und da ist nämlich... Ich glaube, hier muss irgendwo... Der muss hier irgendwo sein, der Junge. Und wow, was war das gerade für ein riesen Face von SpongeBob? Holy moly! Ja, die sind recht chillig, die sind vollkommen in Ordnung. Es gibt wesentlich schlimmere Roboter. Ich finde, in der Game Boy Advance Version, das sind die wesentlich sozialer, die Roboter. Aber hier können die echt teils nerven. Nicht... Ich habe ihn gefunden! Ich habe ihn gefunden! Da oben, habt ihr gerade gesehen? Da oben war der Kid. Da oben war das Kitty. Da müssen wir irgendwie hinkommen. So. Ich denke mal, das Drücken dieses Schalters dort wird die letzte Aktion sein, die wir heute machen. Und dann würde ich sagen,
geht es im nächsten Part von Let's Play Spawn Shop Schwammkopf weiter. Bis dann, Leute. Ciao.